zusammen. Wir sind Sarah und Jacqueline vom Autohaus B13. Wir haben für euch heute was ganz Cooles dabei, und zwar den neuen Kodiaq. Haben wir ihn außen schon abpoliert für euch, dass man gleich einen schönen Blick drauf hat. Und als nächstes schauen wir uns zusammen den Innenraum an. Let's go. Ja, wir sitzen jetzt hier drin und sehen ihn tatsächlich jetzt von innen mal so. Das erste Mal vor allem. Genau, zum ersten Mal. Was mir auch direkt auffällt, also wir haben wie beim Superb, wer das Video schon angeschaut hat, letztes Mal die Gangschaltung haben wir jetzt hier am Lenkrad dran. Ja, ansonsten von der Aufmachung her, hier vor allem die Lederausstattung ist richtig, richtig hübsch. Vor allem die ist auch hier bei dir beim Handschuhfach oben mit drauf. Mir fällt auch gleich das mit den Ziernähten auf, dass die orange sind. Ist ja. Das Serie, weißt du das? Das ist Serie tatsächlich. Geil. Ja. Sieht echt geil aus. Sieht richtig schön aus. Dann starten wir mal. Wo haben wir denn? Hier. Ui. Ist das jetzt schon an? Richtig? Ich glaube, wir müssen es. Aha. Melden Sie sich an. Ja, machen wir später, oder? Mhm. Ah ja, jetzt fragt er uns schon gleich, ob wir die Smart Dials einrichten wollen oder wie wir die einrichten wollen. Das sind ja, falls man das Superb-Video noch nicht gesehen hat, der Superb hat ja jetzt auch diese drei kleinen Drehregler hier unten. Genau, die sind, die kann man ja selber konfigurieren, für was die sind. Genau, also links und rechts ist generell immer Klima. Ach so. Und hier in der Mitte, hier können wir nämlich auswählen, wenn wir da lang draufbleiben, was wir hier in der Mitte eigentlich draufdrücken wollen. Ah, warum? Ah, so, genau, ah. Draufdrücken, ja, jetzt auch. Genau, okay, mit draufdrücken. Mit draufdrücken. So, einen kleinen Moment bitte. Oh, kurze Unterbrechung durch den Chef. Wir waren gerade bei den Smart Dials. Bitte schalten Sie zu noch ein. Ja, sofort. Entschuldigen Sie bitte. Genau, und das, was man ja jetzt hier, wo man drauf drückt, das sind ja jetzt die Sachen, die quasi voreingestellt sind. Ne? Luftvolumen, Luftstromrichtung und das und nächste die Lautstärke. Ist dann Lautstärke. Genau. Genau, man kann aber ja theoretisch, wenn man möchte, auch andere Sachen dort einstellen. Ne? Bis zu vier Sachen. Genau. Bis zu vier Sachen, genau. Also ich gehe jetzt von mir persönlich aus. Ich glaube auch, das macht er in der Reihenfolge, wie du sie anwählst, meine ich. Wenn du jetzt hier Lautstärke, genau. Also wenn für mich, ich finde es immer gut, wenn ich die Lautstärke gleich hier so regeln kann. Geht zwar am Lenkrad auch, aber irgendwie habe ich das so drin von den Fahrzeugen, dass du hier irgendwo immer nach der Lautstärke suchst. Deswegen wäre das jetzt für mich die optimale Option, wenn zuerst die Lautstärke kommt. Und dann jetzt zum Beispiel hier das Luftvolumen. Ach nee, aber jetzt warte mal, jetzt hat er das Luftvolumen als erstes gemacht. Das darfst du so ein Auto noch nicht geben, Alter. Ich will so keinen Plan von nichts. Nee, ich glaube, der macht das in der Reihenfolge, wie das da ist. Siehst du? Und wenn wir nämlich jetzt das hier quasi wegmachen und dann machen wir das, dann ist die Lautstärke als erstes. Aha, genau. Also es ist immer die Reihenfolge, wie es hier drin ist. Und mit dem Synchronisieren ist quasi, wenn jetzt meins runtergestellt ist und wir möchten synchronisieren, drücken wir einfach lange auf den da drauf und dann synchronisiert er sich. Aber sobald ich es halt wieder für mich persönlich ändern möchte, ist die Synchronisation aufgehoben. Genau, wenn ich kurz drauf drücke, dann habe ich hier die Sitzheizung, die ich einstellen kann. Und optional haben wir bei diesem Modell nicht. Optional gibt es aber hier auch die Sitzbelüftung, die wir dann ebenso, also wenn wir jetzt einmal Sitzheizung nochmal, dann käme die Sitzbelüftung, könnten wir das auch hier über die Smart Dial steuern. Genau. So, was gibt's noch zu sagen? Hier im Innenraum, wir haben in der Basisausstattung ein 10 Zoll Touch-Display und optional gäbe es auch 13 Zoll. In beiden Fällen haben wir hier oben so Shortcuts, die wir einfach, damit wir nicht durchs ganze Menü durchklicken müssen, auch je nach Präferenz bedienen können.
hier durch Plus hinzufügen. Ich brauche zum Beispiel oft Bluetooth und füge es hier einfach oben mit hinzu. Genauso wie hier die Parkmöglichkeit, der Parkassistent, nicht die Parkmöglichkeit, mit dabei ist. Genau, dann klicken wir hier auf Fertig und können dann hier oben auch Bluetooth aktivieren mit einem Klick. Und es können es auch einfach aktivieren mit einem Klick, können den Parkassistenten aufrufen. Also das ist schon ziemlich schlau gemacht, finde ich. Mhm. Alternativ geht es natürlich dann hier auch übers Menü. Kann man hier auch noch einiges einstellen. Hier drüben haben wir alle Funktionen. Ja, jetzt stopp. Wir machen hier gerade, wir müssen das hier mal alles Step by Step machen. Was ist denn eigentlich das allgemeine Menü? Ja, das frage ich mich jetzt auch gerade. Ah ja. Da oben. Sehr gut. Da kommen wir zum allgemeinen Menü. Genau. Ja, was haben wir da jetzt? Fahrzeug kennen wir ja auch noch von den anderen Modellen. Genau, da haben wir jetzt nur eine coolere 3D-Ansicht noch, ne? Wo wir dann quasi alle... Hier, Service-Positionen, sehen wir jetzt einmal gleich, wie die Scheibenwischer hochgehen. Genau. Und jetzt gehen sie wieder runter. Das ist super cool. genau, können hier auch wieder alles abchecken, was man hier machen kann. Genau, kriegen hier auch die Statusmeldungen, wenn Service fällig ist, wenn der Reifendruck nicht passt. Je nachdem. Und natürlich die Fahrzeugdaten, Langzeit, Abstart, Abtanken. Das sind wir ja auch schon gewohnt von den anderen Modellen. Immer noch eine schöne Übersicht. Sieht halt jetzt nur noch ein bisschen moderner aus, ne? Genau. Cool. Okay. Schauen wir weiter. Unsere Assistenzsysteme. Bei den neuen Modellen ist es jetzt tatsächlich so, dass wir den Spurhalteassistent mit drin haben müssen, meine ich sogar. Nicht nur den Spurhalteassistent, sondern auch Geschwindigkeit. Genau, die Meldung, dass wenn wir zu schnell fahren, das Auto auch eine Warnung abgibt. Ob man das jetzt mag oder nicht, sei dahingestellt. Aber es ist auf alle Fälle sicher. Genau. Kann man hier auch ganz normal aktivieren und deaktivieren. Wir können die Empfindlichkeit einstellen. Auch das kennen wir auch schon von anderen Modellen. Hier nur ein paar Beispiele. Genau, da können Sie uns auch in der Liste anzeigen. Wer es hier in der Ansicht lieber hat, kann man hier gleich auch alles ab- und anwählen. Easy going. Ja, so, schön. Was gibt's noch? Haken. Genau, da haben wir jetzt den Parkassistenten, der erkennt von alleine Parkplätze, richtig? Und kann dann von alleine einparken. Ist das Siri? Das wissen wir leider nicht. Wir können euch die Antwort dann unten einblenden, wenn wir es wissen. Vorgemerkt fürs Video. Genau. Genau, okay, cool. Dann wissen wir das. Wir haben keine Anhängerkupplung. Haben wir wieder diesen Fischaugenwinkel oder auch einen normalen, ne? Ja. Ach, wir haben sogar jetzt auch, hatten wir das davor schon bei den Modellen, von oben die Ansicht? Gibt schon, ja, ist die 360-Grad-Kamera. Gibt es ja nicht bei allen Modellen. Aber sehr cool. Ja. Kann man nicht meckern. Genau, die Smart Dials könnte man hierüber auch steuern. Das ist wieder das, was wir gerade schon hatten. Dass wir hier unten anwählen können, was uns noch wichtig ist. Na, geh halt. Genau. Was uns wichtig ist. Haben wir das jetzt noch mit dazu genommen. Der Nutzer selber, das Auto funktioniert natürlich auch mit Gaszugang. Wer es gerne ein bisschen spezieller hätte, meldet sich hier auch als Hauptnutzer dann an. Ist keiner angemeldet? Ach so. Könntest dich jetzt hinzufügen als Hauptnutzer. Dann erkennt er auch, was deine Sitzeinstellung ist, die Lenkradeinstellung. Und wenn du quasi dich ins Auto reinsetzt als Fahrer, stell dir das auch so ein, wie du das gerne hättest. Mhm. Also das ist ja dann quasi auch mit den Sitzen und so, ne? Dass genau. Der dann sofort weiß, wie er den Sitz einstellen soll und so weiter und so fort. Genau. So simply clever. Ja. Okay. Gut, was können wir noch? Ambiente Beleuchtung ist natürlich super, super nice bei diesem Auto, weil die haben wir ja einmal rundum, die geht sogar bis nach hinten, ne?
Also an der Tür, übers komplette Armaturenbrett. Sehr dezent, zwar verbaut, aber bei Dunkelheit echt hell. Wir würden es euch gerne besser zeigen. Wir haben nur leider gerade noch zu gutes Licht, worüber wir uns auch sehr freuen. Absolut. Wem es dann natürlich auch zu modern ist mit dem Ambientelicht, das kann man auch einfach ausschalten. Aber es ist natürlich nochmal ein kleines Highlight, würde ich jetzt mal sagen. Ein Stimmungsmacher eigentlich. Absolut, auch. Ja. Ich finde auch die Sommerfunktion hier, die passt richtig gut zu den Zeiten. Ja. Da merkt man, dass wir im Marketing sind. Das fällt sofort auf. Okay, ja. Gut. Was war jetzt als nächstes? Sitze. Was können denn hier die Sitze? Ah ja. Genau, also wie gesagt vorhin schon, es gibt optional die Sitzbelüftung. Es gibt optional auch die Massagesitze. Haben wir jetzt hier in beiden Fällen nicht drinnen. Deswegen haben wir hier nur die Heizmöglichkeit. Für Fahrer, Beifahrer können wir das hier auch individuell steuern, so wie auch vorhin schon gezeigt über die Smart Dials, und können es auch hier runterfahren oder auch wieder komplett ausschalten oder halt eben hier auch wieder ausmachen. Jetzt muss ich aber mal ganz dumm fragen, was ist das Trocknen? Trocknet der dann, wenn du nass bist? Durch den Sitz durch. So verstehe ich das auch. Schauen wir auf alle Fälle für euch nach und blenden es mit ein, was das für eine Funktion weil ist. Weil das habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Habe ich auch noch nicht gesehen. Nee, hast du recht. Kann es. Können beide. Mhm. Crazy. Schauen wir nach. Finden wir raus für euch. Geben wir im Video mit Bescheid. Klang. Wir haben hier das Kanton Soundsystem mit drinnen. Ist im Basispaket nicht mit drin, aber ist auch eine optionale Sonderausstattung, die ich sehr empfehlen kann, wenn man im Auto gerne laut Musik hört. Denkt, das wäre für uns beide definitiv ein Muss. Absolut. Genau. Und kann dann hier auch alle möglichen Vorlieben einstellen. Wir haben hier schon ein paar Vorauswahlen. Geiler ist natürlich, wenn man es individuell macht, so wie man es halt gern hätte. Mehr Bass, weniger Bass, mehr auf die Stimmen, den Fokus legen. Sage ich, okay, es fährt nie jemand bei mir hinten mit, lege ich es natürlich nach vorne. Mag ich es nicht so gern, aber möchte jetzt meine Reisebegleitung nicht davon abhalten, laut mitzusingen. Gebe ich ihr natürlich ein bisschen mehr von der Musik. Oder lass es einfach hier in der Mitte, sodass jeder gleich viel davon hat. Gut, was haben wir bei Surround noch? Guck mal nach. Aha. Gut. Kommt da irgendeine coole Animation? Oh! Ah ja, von allen Richtungen die Beschallung quasi. Ich mache nochmal kurz die Hand weg, damit man es auch sehen kann. Kannst die Intensität dann einstellen, oder? Kino Surround Sound. Wow. Supi. Das ist sehr cool. Sehr cool. Gut. Schön. Also wie gesagt, Kanton-Soundsystem, klare Empfehlung von uns. Wo sind wir dann beim Setup? Genau, alle möglichen Einstellungen für den Bildschirm, für die Sprache, fürs kabellose Laden hier unten. Wir können zwei Geräte aufladen. Das ist hier wirklich schön gemacht. Wir haben hier oben noch ein spezielles Fach und hier oben nochmal eins drüber, auch wieder zwei USB-C-Anschlüsse. Also das finde ich jetzt natürlich richtig cool, dass das hier so nach unten geht zum Laden, weil bei den anderen Modellen hast du ja manchmal dann schon das, auch wenn der Schaltknauf dann da ist, dass du dann da so ein bisschen umständlich vorne reinfassen musst. Ja, vor allem wenn hier auch ein Getränk drin steht, dass du hier meistens schlecht hinkommst und hier, finde ich, kommst du schon gut drüber. Absolut. Und nach unten hin. Ja, also finde ich mega cool. Ja, und ist auch schön versteckt. Das wären jetzt einfach mal alle Menüpunkte, Tipps und Hilfe, rechtliches und auch der Skoda Shop wären noch zu finden. Kennen wahrscheinlich die meisten auch schon. Nein. Genau, also wenn eine Skoda ID vorhanden ist, kann man sich anmelden, die Zusatzoptionen im Shop buchen oder sich halt auch registrieren. Da helfen wir natürlich auch sehr gerne dabei. Wenn es hier Fragen gibt, gerne ans Autohaus B13 wenden, dann richten wir das auch gerne mit euch zusammen ein.
so viel zum Bildschirm hier drinnen. Genau, sonst gibt es eigentlich auch nicht sehr viel Wichtiges zu erwähnen. Wir haben hier ganz normal die SmartLink-Geschichte, also für Apple CarPlay, Android Auto. Hier ist, glaube ich, das Navi. Genau. Ja, auch sehr schön abgebildet. Beim Navi kannst du ja jetzt hier auch so in die Karte rein- und rauszoomen, wenn du es hier eingestellt hast. Ja. Ist natürlich dann auch sehr praktisch, weil man kennt es vielleicht, wenn man ein Touch-Display hat und dann die ganze Zeit hier und dann schaffst du es aber irgendwie nicht richtig ranzuzoomen oder du hakst dich irgendwie auf und dann ist es natürlich super praktisch, das dann hier zu regeln. Genau. Telefonoption. Kann von hier aus den Notruf absetzen, wie auch von hier oben vom SOS-Knopf. Das immer mit Vorsicht zu genießen. Ansonsten hier oben neben dem SOS-Knopf hätten wir noch ein Brillenablagefach. Ganz wichtig. Genau. Und wie bei den meisten Modellen auch schon hier die Touch- Funktion für die Lichter. Ja, was haben wir hier oben noch? Ah ja, das sind nur Benachrichtigungen, wahrscheinlich so, wie man es vom Handy auch kennt. Wenn da was Interessantes kommt, ploppt es da auf. Ja, Softwareaktualisierungen, irgendwelche Benachrichtigungen, wenn vielleicht auch vorher mit dem Reifendruck vielleicht oder bei Dieselmodellen, wenn AdBlue fällig ist. Zum Nachtanken. Genau, Laura gibt es natürlich auch wieder. Können wir auch hier übers Multifunktionslenkrad einstellen. Das Multifunktionslenkrad ist auch im Basismodell mit drinnen. Also das haben wir immer mit dabei. Das hat die Laura hier mit drinnen, die Umschalttasten. Wir haben auch eine Lenkradheizung. Kommen hier auch wieder schnell an die ganzen Assistenzsysteme. Also rundum gelungen, fühlt sich auch richtig schön an. Es ist ein schönes Leder, schön verarbeitet. Genau. Neben dem Soundsystem von Canton gibt es als Sonderausstattung auch noch die Möglichkeit, ein Head-Up-Display mitzubuchen. Das ist neu. Es wurde eben überarbeitet, sieht jetzt nochmal ein bisschen schöner, moderner aus, zeigt die Verkehrszeichen, die Geschwindigkeit, so wie man es halt eben auch kennt. Und zusätzlich könnte man als Sonderausstattung auch noch das Panoramaglasdach mit dazu buchen. Macht den Innenraum nochmal heller. Das kann ich mir hier auch richtig gut vorstellen. Ja, bei so einem großen Auto ja, würde ich tatsächlich auch überlegen, wenn ich mir das Auto holen würde, ob man das nicht mit dazu nimmt. Wir hoffen, wir konnten euch den Kodiak ein bisschen näher bringen. Und für alle, die ihn live anschauen wollen, wir sind vom 26. bis 28. April, also jetzt diese Woche noch, auf der Gewerbemesse in Manching, da haben wir ihn dabei. Und für alle, die an dem Wochenende schon verplant sind, schaut ihn euch gerne live bei uns im Autohaus an, in Karlskrona oder in Neuburg. Fahrt in Probe, probiert ihn aus und bei Fragen jederzeit. Dann bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao.